Jordan Anthony Brown wurde am 12. August 1997 in den USA geboren. Zu Weihnachten bekam er von seinem Vater ein Schrotgewehr geschenkt. Eine Anfertigung extra für Kinder. Es gab wohl öfter Probleme mit dem Jungen innerhalb der Familie. Er lebte zuletzt mit seinem Vater, dessen neuer Freundin und deren beiden Töchtern zusammen in einem kleinen Haus. Am 20. Februar 2009, morgens, als alle anderen das Haus bereits verlassen hatten, nahm der Junge sein Gewehr und schoss der 26-jährigen Freundin seines Vaters, die gerade schlief, in den Hinterkopf. Die Frau war im 8. Monat schwanger. Schnell legte er seine Waffe zurück in sein Zimmer und lief zum Schulbus. Als Motiv glaubt man an Eifersucht und Angst davor, durch das Baby vernachlässigt zu werden. Nachdem die Leiche entdeckt worden war, dauerte es nicht lange, bis Brown einen Tag später verhaftet wurde. Die Staatsanwaltschaft wollte den erst 11-Jährigen als Erwachsenen anklagen, was unter anderem Amnesty International auf den Plan rief, welche sich dafür einsetzten, den Jungen nicht als Erwachsenen anzuklagen. Am 13. April 2012 wurde der Junge wegen Mordes verurteilt. Im Urteil hieß es, dass er im August 2018, wenn er 21 Jahre alt sei, in einer Jugendrehabilitierungseinrichtung untergebracht werden sollte. Ob es so durchgeführt wurde, ist mir leider nicht bekannt. Hier noch ein kleines Update. Am 13. Juni 2016 wurde Brown auf Bewährung entlassen. Im Juli 2018 hob der oberste Gerichtshof von Pennsylvania das Urteil auf, da der Junge offenbar ohne zweifelsfreie Beweise schuldig gesprochen wurde. Brown besucht mittlerweile ein College und studiert Informatik.